Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Evoli. Ich hab's angekündigt, heute ist es passiert. Ich habe Nidoking aufgenommen. Weil ich brauche schließlich mein Nidoking. So, damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli. Heute geht's weiter mit der Route 9. Ich habe in der letzten Folge doch noch den Mondschein geholt. Ich wollte eigentlich offscreen suchen. Hab mir aber tatsächlich dann heute gesagt, ich mache ihn doch nochmal onscreen. Jo. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Genau, die Diktaröle, die vor allem Blitz haben wir geholt und dann haben wir nochmal kurz durch den Mondberg durch und haben uns nochmal den Mondschein gesucht, damit wir endlich unsere Nidoridum wirken können. Und da oben ist noch einiges los tatsächlich. Ja, und damit geht's weiter heute auf der Route 9 in Richtung Felszurgel. Oh, du hast Pokémon dabei. Jemand wie du ist leichte Beute für mich. Ja, das glaube ich dir nicht. Picknickerin Emily. Und du hast einen Evoli. Okay. Dann haben wir seinen ersten Kampf mit Nidoking. So, dann kriegst du jetzt einen Doppelkick von ihm drauf. Ja. Sehr cool. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir es geschafft haben. Das ist doch, wenn du dann noch gepasst hat. Das ist der Tunnel nicht lange. Der nächste Tunnel, den wir vor uns haben, der wird mal eine Ecke länger werden. Da kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Das ist ein Duflor. Komm, wir machen mal. Jetzt zeige ich dir mal, was mein Evoli kann. Auf jeden Fall erstmal einen Biss. Und noch ein Biss hinterher. Und weil es so schön war, kriegst du noch eine Kopfnuss drauf. Ja, bist du so. Also haben wir gar keine Chance. Du bist jetzt immer leichte Beute. Huch, du bist aber stark. Und das Pikachu kann zum Beispiel auch unser Donnerblitz endlich schon. Das ist der Vorteil. So, wir haben einen super Trank. Und ein Wanderer hier. Du kommst gerade recht. Der war ziemlich langweilig. Wanderer Dimitri. Ich bin Dimitri. Auf jeden Fall, ich habe eine Onyx. Na gut. Dann kriegst du halt jetzt erstmal einen Schaufler drauf. Aua. Du hast mir doch nicht weh, Freundchen. So, Dimitri ist besiegt. So, den Trainer da oben müssen wir noch mal kurz ein wenig auslassen. Obwohl, warte mal, wir können ja direkt dahin, ne? Das ist nämlich ein Käfersammler. Hier bist du. Mein süßes Käfer-Pokémon, los zum Angriff. Bei Radikal bin ich gar nicht sicher, ob wir ihn schon haben. Ich glaub's aber schon. Jedenfalls hat er ein Pokémon und er hat ein Paras. Oh, man nimmt mal Pokémon, die man mal irgendwie Parasektum ist schon lieber gewesen. Als Gegner. Ja, kriegst du ja top. Kopflos drauf. Okay, nochmal. Ja, ich mag Nidoking. Es gehört zu einem meiner Lieblings-Pokémon. Definitiv. Ich finde es einfach cool. So, dieser Käfersammler hat keine Chance. Im Original hat er, glaube ich, zwei Bibor. Weil ich das richtig auf dem Schirm habe.
jeden Fall hatte ich ja noch ein Item irgendwo liegen. Ein Ether. Leider. Nidorino haben wir ja, Gott sei Dank, weil ich Nidorania gefangen habe. Damals, auf der Route 22, wenn ich es richtig im Kopf habe noch. Ein Item liegen, hm? Weil ich, ja hier unten, ah hier ist noch ein Wanderer, okay. Die Trainer da oben nehme ich noch mit klar. Oh, na los, mach deinen Zug. Auf jeden Fall hat er einen Kleinstein. Du kriegst einen Doppelkick auf jeden Fall erstmal drauf. Okay, Tarnsteine bringt er. Du hast drei Stück, okay. Noch ein weiteres Kleinschein. Na gut, machen wir es dann weiter. Dann schaufel ich mir mal kurz ein eigenes Grab. Aua! Da kriegst du einen mit dem Horn. Bam! Und das gleiche. New King erreicht Level 24. Und noch einen. Kleinschein. Kann ich nicht wechseln, weil ich habe auch nicht passend Pokémon dafür. Mir fehlt halt, wie gesagt, immer noch mein Wasser-Pokémon oder irgendwas Verwertbares gerade. Volltreffer? Wir wollen mal Volltreffer. Okay. Also, das soll ja ein Volltreffer sein. Naja, egal. Wir haben gewonnen. Lucht sich am Ende nicht mehr auf. So, dann haben wir noch hier. Wir haben einen Trainer. Einen Item. Gar nicht. Okay. Dann geht's hier oben weiter mit den nächsten Trainern. Hier stehen nämlich nur drei. Frage ist, wo komme ich hier hoch? Okay, die nehme ich noch mit, die gerne. Ich werde den Felsunnel nehmen, um nach Lavandia zu gelangen. Ja, das werden wir auch machen. Aber wie gesagt, dann hoffentlich in der nächsten Folge erst. Aber wir haben ja noch ein paar Trainer vor uns. So, jedenfalls kriegt diese Sand dann erstmal mit dem Kopf raus. Okay. Ich glaube, das bewegt sich das Ziel. Das ist halt immer ein Schaufler. Oh, dann noch möchte auch Schaufler. Gut, dann muss ich schneller rein. Eingesetzt, aber so muss ich einen Schaufler opfern. Pikachu erreicht Level 21. Und das nächste Pokémon, was er einsetzt, ist Radikal. So, okay. Einmal kurz einen Doppelkick. Das reicht aber nicht, um es zu besiegen. Spielchen kannst du bei mir nicht machen, mein Freund. So, erledigt. Ja, da war nichts zu holen. Ja, ich glaube, der fällt zum Glück schon mal in die Folge. So, super Trank. Ja,
Also kriegen wir, glaube ich, nicht diese Folge mehr. Der ist nicht so klein wie der Mondberg, wo wir eben mal kurz durchgehüpft sind. Hey, da bist du. Achso, ja, du, der so ziellos mit dem vielversprechenden Pokémon rumplatziert. Knopskiss. Landig da. Da muss ich auch ausschalten. Ich hoffe, dass es reicht. Jawohl, die Kopf ist reicht vollkommen. Und jetzt hast du Ibitak. Und jetzt kann ich selbst mal dazu Pikachu einsetzen, weil Ibitak ein Flug-Pokémon ist und Pikachu ja Gott sei Dank Donnerblitz mittlerweile kann. So, die Donnerblitz, gewaltige Donnerblitzattacke da auch. Hoffentlich heißt das für dich. 4. Ja, genau. 5 Stück. Das reicht nicht ganz aus. Oh, reicht sogar doch, um zumindest eine Paralyse zu setzen. Okay, kriegst du halt nur mal eine drauf. Damit ist sie wie Tag down.
Thank you.